Ja, hallo, ich bin der Schulleiter des Gymnasiums Römerstedt. Wir sind eine Schule mit ca. 950 Schülern und Schülerinnen. Bei uns sind ca. 70 Lehrer beschäftigt derzeitig. Die Schulleitung besteht aus 5 Personen. Einmal aus Herrn Breschneider als Stellvertreter, mir als Schulleiter. Dann haben wir Hintersass als Koordinator. Wir haben Herr Hornig und Frau Luther als Koordinatorin und Frau Modrach, die ebenfalls bei uns als Oberstufenkoordinatorin arbeitet. Im Vorzimmer sitzen unsere beiden Sachbearbeiterinnen, Frau Eisermann-Kirchner und Frau Jelinek, die hier alles erledigen, was anfällt, wenn Schüler, Eltern und auch Lehrer kommen. Ich hatte sehr viele positive Momente hier und ich gehe ja dieses Jahr ab und die Schule war so gesagt noch nie mein Ding. Aber ich habe alles versucht und ich hatte auch viel Unterstützung, sehr viel gute Unterstützung hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde hier die ganze Schule vermissen. Eine davon wäre zum Beispiel der Chor, welcher die Möglichkeit bietet, mit anderen Schülern aus den verschiedensten Jahrgängen eine Gemeinschaft zu bilden, in der man die Interesse teilt, gemeinsam Musik zu machen. Schule ist für mich wie eine Entenfamilie, eine sehr große Entenfamilie. Wir laufen alle gemeinsam unserem Lehrer oder unserer Entenmama hinterher und bestreiten somit den Weg unseres Lebens und lernen dabei alles, was man lernen kann, ob positiv, ob negativ. Und letztendlich, wenn wir in der 12. Klasse angekommen sind, haben wir dann zu fliegen und verlassen die Schule mit einem Flügelschlag. Oh, no!